Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal Hindinger Immobilien on Tour. Ich bin jetzt gerade hier an diesem sonnigen und sehr kalten Samstag in Alt-Sendling angekommen. Hier im Hintergrund seht ihr es ja schon, es ist ein Haus aus den 90er Jahren im Paul-Meisel-Weg Nr. 3. Hier habe ich ja immer mal wieder sehr schöne Mietwohnungen im Angebot, gerade für Berufseinsteiger, Wochenendheimfahrer, viele kleine Apartments. Und genau so eins wurde gerade gekündigt und mir der Schlüssel gestern in den Briefkasten geschmissen. Ich filme euch gleich die virtuelle Besichtigung. Für die ganze Arbeit, die ich mir natürlich mache, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hier lässt, hier unten, und natürlich auch meinen Kanal abonniert, am besten mit Glocke. Das ist kostenfrei, aber nicht umsonst, weil ihr seid meistens besser informiert als über die Immobilienportale, weil ich meine virtuellen Besichtigungen ja vorher filme und auch vorher bei YouTube hinterlege. Also für all die Arbeit und für den Algorithmus gerne einen Daumen nach oben. Ich präsentiere euch gleich die Einzimmerwohnung hier im Paul-Meisel-Weg Nr. 3 und begrüße euch gleich von der Wohnung. Jetzt zittert mein Arm, wie ihr es merkt. Das wird schwer. So, ich bin jetzt gerade ausgestiegen hier in Alt-Sendling im Paul-Meisel-Weg Nr. 3. Ich wollte euch kurz auch mal die Straße hier filmen. Es ist eine absolut ruhige Anliegerstraße. Und hier in diesem Haus werde ich euch jetzt gleich eine Einzimmerwohnung präsentieren. Ich habe leider gerade eine Maske auf, sodass der Ton nicht besonders gut ist. Aber ich denke, das klappt einigermaßen und ich begrüße euch gleich von drinnen. Selbstverständlich hätten wir natürlich auf Wunsch auch Tiefgaragen-Stellplätze. Das sind Duplex-Stellplätze in der Vermietung. Und ihr seht schon, es ist ein sehr neuwertiges Haus, natürlich mit Vollwärmeschutz aus den 90er Jahren. Und hier gleich im dritten Obergeschoss eine Einzimmerwohnung. Ideal für Berufsanfänger oder Wochenendheimfahrer. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Selbstverständlich haben wir natürlich hier hinten einen Lift, wir haben unten einen Waschkeller. Das ist gerade bei so kleinen Wohnungen natürlich immer wichtig. Also unten ist ein Waschkeller, ein Fahrradkeller und eben ein Kellerabteil oder beziehungsweise ein halbes Kellerabteil zur Wohnung, weil leider der Architekt, der das Haus gebaut hat, nicht sehen konnte. Dritter Stock, ich begrüße euch gleich im Laufen. So, ich wollte jetzt erstmal abwarten, ob wir eine Wohnung mit Balkon oder ohne haben, weil das gibt es hier beides. Wir sind jetzt gerade hier über den Lift und über das Treppenhaus im dritten Geschoss. Wir haben hier diese Laubengänge und hier beginnt jetzt die virtuelle Besichtigung der neuen Einzimmerwohnung. Ich habe jetzt hier gerade mal... Eigentlich zum ersten Mal sehe ich gerade die Wohnung. Bitte entschuldigt, dass ich noch nicht so viele Infos geben kann. Aber das ist hier eigentlich sehr einfach. Wir haben hier immer 34 Quadratmeter. Ein Zimmerwohnung, in dem Fall jetzt mit dem sehr, sehr schönen Südbalkon. Den filme ich euch gleich. Und hier hinten seht ihr ganz gut eben das Einzimmer-Apartment mit einer eigenen Einbauküche, die ist ablösefrei. Die meisten Mieter haben hier auf der rechten Seite eben einen Kühlschrank eingebaut. Das ist so ein kleiner Raumteiler und ist ideal so auch als Arbeitsplatz, gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten. Hier seht ihr den gesamten Raum. Es ist eigentlich wie so ein Studio-Apartment. Das Schöne ist für die Mädels, wenn euch dieser Platz hier in der Diele, der eh schon relativ breit ist für einen Kleiderschrank, nicht ausreicht, hier sind wir ja reingekommen, dann hätten wir hier hinter der Tür, ich zeige euch das mal, eigentlich weiterhin eine 60er Tiefe. Und das stört nicht, wenn ihr hier eigentlich mindestens bis zur Hälfte nochmal einen weißen Kleiderschrank stellt. Weil er, wenn er reinkommt, seht er das rechts eh nicht. Und die meisten Mädels hier im Haus machen das so. Also die haben hier den Schrank eigentlich fortgeführt. Die Küche ist ablösefrei mit Edelstahlofen, Ceranfeld-Dunstabzugshaube. Wir werfen jetzt auch mal kurz einen Blick ins Bad. Da muss ich nur gucken, dass ich mit meiner Maske nicht im Spiegel lande. Das will ich euch ersparen. Das Schöne ist, wir haben hier, wie ihr unschwer erkennen könnt,
auch ein Fenster, das heißt Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche, ist alles sehr neuwertig. Hier kam auch ein neues Handwaschbecken rein und das ist sozusagen das natürlich belichtete Bad, da freut es die Mädels auch immer und Männer natürlich auch. Das ist nochmal dieses der Wohn-Schlafbereich. Und jetzt zeige ich euch bitte eins der Highlights, gerade im Moment, wo eigentlich der Frühling bald vor der Tür steht. Heute scheint er eh so wunderbar, die Sonne. Wir sind ja im dritten Stock. Deswegen habt ihr hier einen absoluten Sonnenbalkon. Ich zeige euch das mal. Ihr blickt hier über, also hier bis zu der Stämmerwiese. Hier hinten ist die Margaretenkirche. Und hier habt ihr wirklich einen ganzen Tag Sonne und absolute Ruhe. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Das ist die Südseite. Hier geht sie im Osten auf, dann wandert sie mittags hier so rüber und geht dann hier rechts unter. Aber da ihr der oberste Balkon seid, auch hier oben mit einem Glasdach, habt ihr eigentlich wirklich die längste Sonne hier hinten. Und das ist sicher eins der Highlights dieser Wohnung. Also Südbalkon mit Blick auf die Stämmerwiese, wo vor ein paar Jahren noch die Kühe waren, von dem alten Bauernhof, dem Stämmerhof, der jetzt ein Bio-Supermarkt ist. Das ist auch sehr schön, da gibt es einen Fischhändler, einen Bio-Supermarkt, eigentlich den besten Bio-Supermarkt Münchens. Und das ist euer Blick von hier oben. Ja, dann darf ich mich eigentlich schon wieder verabschieden von der virtuellen Tour dieser Einzimmerwohnung. Für all die Arbeit, die ich mir mache, bitte, würde mich als Honorar sehr freuen. Einen Daumen nach oben. Wer Interesse an der Wohnung hat, kann mich natürlich jederzeit anrufen. Und vor allem müsst ihr einmal bitte eine Außenbesichtigung durchführen. Also ihr müsst hier in den Paul-Meisel-Weg 3 kommen und euch das Gebäude und die Lage erstmal von außen angucken. Dann bitte ein Beweisfoto, dass ihr da wart und mit der Selbstauskunft per E-Mail an mich. Ich würde das wie immer von meinem Eigentümer erst freigeben lassen und dann können wir kleine kurze Besichtigungstermine machen, damit ihr die Wohnung natürlich auch mal in Natura seht. Also, vielen Dank von der virtuellen Tour im Paul-Meisel-Weg Nummer 3.